Guten Morgen zusammen. Wir haben ein neues USA-Webinar. Es ist 10 Uhr, das heißt, wir können pünktlich starten. Mein Name ist Christian Meuter, ich bin vom Visit USA Committee Germany und heute haben wir einen spannenden weiteren Partner mit dabei, und zwar die Ilona Vogel von Juicy Camper, die uns ein bisschen was über die schönen quietschgrünen-lilanen Camper, die die Westküste der USA unsicher machen, erzählen wird. Ilona, ich würde sagen, das Wort gehört dir. Moment, eine Sache habe ich noch vergessen. Falls ihr Fragen habt an die Ilona, ihr habt eine Chatfunktion, also falls ihr noch nicht bei einem Webinar von uns dabei wart, ihr könnt jederzeit über das Chatfenster eure Fragen stellen. Ich werde die dann notieren bzw. der Ilona weitergeben. Falls ihr Probleme mit dem Ton haben solltet, dann schicke ich euch jetzt auch noch eine Nachricht, was ihr dann alles machen könnt. Ansonsten, Ilona, guten Morgen und ich würde sagen, das Webinar gehört dir. Guten Morgen. Jetzt muss ich erst mal eine Frage stellen, ob man mich hört und ob man vor allem meinen Screen sieht. Kannst du mir das sagen? Weil ich bin gerade Ich höre rausgeflogen, dich. wie die. Okay, perfekt. Ich Ich höre habe dich, ich quasi sehe so deinen ein. Screen. Ich habe quasi noch mal die Deutschen bei der Fußball-WM nachgemacht, weil ich bin gerade öfter mal rausgeflogen und jetzt hoffe ich, dass ich da bin und dass das Webinarsystem mich nicht rausschmeißt, wie die Deutschen das bei der WM gemacht haben. Aber gut, dann hört man Nee, mich ja. ich glaube, es funktioniert. Perfekt, hervorragend. Einen guten Morgen aus Frankfurt an euch alle in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und mal wieder ein Webinar machen darf. Das ist ja immer besonders spannend, wenn man irgendwo sitzt und einfach mal seinen Computer anquasselt für eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber gut, die meisten, oder ich gehe mal davon aus, dass die ein oder anderen mich vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben, gehört haben oder auch nicht. Aber für diejenigen, die mich noch nicht kennen, gucken wir auch, ob das gleich weitergeht. Huch. Hier, das bin ich. Mein Name ist Ilona, Nachname Vogel. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als ein Jahr bei Juicy. Für diejenigen unter euch, die schon ein bisschen was mit Juicy zu tun hatten, die kennen den Ausdruck Juicy Lover. Ich bin zum Juicy Lover mutiert und genau, bin jetzt dabei. Sitze in Frankfurt, wenn ich mal in Frankfurt bin, bin allerdings für den europäischen Markt zuständig und von daher bin ich auch öfters mal woanders anzufinden. Oder auch, wie man hier sieht, im Gabelstapler, im Juicy-Gabelstapler in Auckland unterwegs. Aber nur damit ihr wisst, wer hier spricht oder wer euch jetzt hier ein bisschen was erzählt, habe ich eben auch noch diese Bilder reingepackt. Aber dann starten wir schon mal. Wie gesagt, geht es heute um oder ausschließlich um Juicy USA. Aber ich gebe euch trotzdem noch so einen kleinen Überblick über die Firma Juicy, was Juicy ausmacht, dass wir da alle auf einem Nenner sind. So, ihr müsst mich entschuldigen, dass manche dieser Folien sind auf Englisch und manche habe ich auf Deutsch gemacht. Das bitte niemanden verraten, dass ich auch deutsche Folien hier drin habe. Aber Juicy ist dann immer, die sind sehr speziell und möchten das natürlich immer so schön machen. Also so eine Folie, wie wir jetzt hier sehen, kann ich natürlich selber nicht basteln. Aber unser Marketing kann leider kein Deutsch, deswegen habe ich eben so einen Mix aus manchen deutschen Folien und manchen englischen Folien. Aber ich werde natürlich auf Englisch reden. So, der Juicy Weg im Prinzip. Juicy ist ein neuseeländisches Unternehmen, Ursprung in Neuseeland, von zwei Brüdern gegründet, Tim und Dan Alp. Vielleicht haben die ein oder anderen auch schon mal Tim wahrscheinlich kennengelernt. Das ist eigentlich eher so das Gesicht der Firma und Dan ist im Hintergrund, der kümmert sich eigentlich so um die Flotten, um das ganze Operative. Die beiden haben das ist so ein typisches Garagenunternehmen, also die beiden haben das auch damals, das ist nunmehr schon 17 Jahre her, als Mietwagenunternehmen aus ihrer Garage im Prinzip gestartet. Und ganz schnell ist es aber, wie man hier schön an der Juicy-Straße sehen kann, sehr viel größer geworden. Und nunmehr gibt es neben Mietwagen und Campervan in Australien, Neuseeland, gibt es außerdem noch Through the Milford Sound, eben auch mit dem Bus zu erreichen. Es gibt mittlerweile auch Hotels in Neuseeland und seit 2013 eben auch die Camper in den USA. Sicherlich haben die ein oder anderen auch von dem Juicy Canada Launch gehört, was aber eigentlich gar nicht Juicy Canada ist, weil wir auch auf US-amerikanischem Boden sind. Aber dazu komme ich nachher noch mehr. Hier unten rechts seht ihr so ein paar Daten, also für diejenigen, die auch auf den sozialen Medienkanälen unterwegs sind. Juicy hat da eigentlich ganz tolle, also insbesondere der Instagram,
Kanal ist eigentlich sehr Juicy-like und auch sehr erfolgreich für diejenigen, denen das Spaß macht. Da könnt ihr mal raufschauen und das followen. Da passiert eigentlich immer mal wieder was. So, wo auf der Welt ist Juicy eigentlich? Also ich habe das gerade schon ein bisschen erklärt, aber da wir alle in der Reisebranche arbeiten, können wir mit einer Weltkarte also sehr schnell und sehr viel mehr anfangen. Das England und Deutschland wundert ihr euch sicherlich. Also ich werde da immer gefragt, ob es hier auch Fahrzeuge gibt. Die Antwort ist nein, leider nicht. Hier gibt es genau ein Fahrzeug und das ist mein Showfahrzeug. Das ist mein Showfahrzeug, das ihr vielleicht auch schon mal das ein oder andere Mal gesehen habt. Ansonsten, das Deutschlandgrün, das bin im Prinzip ich. Und das Englandgrün, das ist meine Kollegin, die von dort auch teilweise auch die Reservierung macht. Deswegen sind wir hier in Europa auch ein bisschen grün. Genau, aber heute geht es ja um das wunderschöne USA. Und hier seht ihr schon, also wir sind in Los Angeles, in Las Vegas, San Francisco. Und dieser obere lila Punkt ist eben Point Roberts an der Grenze zu Kanada. Ich habe jetzt nicht extra nochmal Landkarten oder Karten von LA, Las Vegas und San Francisco mit hier eingebracht. Ich gehe davon aus, dass ihr da alle das bisschen zu Genüge kennt. In Los Angeles sind wir relativ nah am Flughafen, also sind nur 5 Meilen vom Flughafen. Gut, Las Vegas ist eh übersichtlich. Und in San Francisco sind wir in der Tat sind circa 25 Meilen vom San Francisco International. Aber wir sind sehr nah an dem Oakland Airport, also wir sind eigentlich auf der Seite der Bucht. Was ich aber jetzt noch kurz extra aufgeführt habe, ist eben die Location in oder wo wir sind in Point Roberts, WA, also für diejenigen, die Vancouver so ein bisschen kennen. Da unten ist dieser Zipfel, das ist US-amerikanischer Boden. Und ich, keine Sorge, Christian, ich fange jetzt hier nicht an, über Kanada zu erzählen. Aber was eben super wichtig ist an der Sache, dass Juicy eben auch die Einwegmieten in die USA, wobei es eigentlich nicht, also von der USA in die USA ist, aber wir verlinken jetzt quasi die Strecke an der Westküste, was natürlich sehr attraktiv ist. Es ist auch unmittel, also es sind nur eine halbe Stunde vom Flughafen entfernt, also es ist eigentlich kein Problem, aber was man natürlich wissen muss, aber wenn es eh in die USA geht, dann ist das Esta-Visum eigentlich auch kein Problem. Und da an der Grenze, wir sind jetzt schon seit Mai dabei und es gab bisher keine Probleme und davon gehe ich davon aus, dass es auch weiterhin keine Probleme gibt. Aber genau, eigentlich eine ganz tolle Sache, weil wir jetzt endlich im Prinzip die Westküste der USA erschließen. So, wenn ich merke schon wieder, wahrscheinlich rede ich schon wieder ein bisschen zu schnell. Immer wenn ich mich über irgendwas freue oder leidenschaftlich dabei bin, dann werde ich immer schneller. Aber ich versuche, mich ein bisschen zurückzuhalten, weil über ein Webinar ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, mir zu folgen, als wenn man mich irgendwann schon mal live gesehen hat. Aber ich glaube, Christian ist der Einzige, der mich ein bisschen bremsen kann. Aber verzeiht mir, ich versuche, mich selber immer mal wieder ein bisschen zu bremsen. Bis jetzt ist So, alles bis. perfekt. Ah, perfekt. Aber ja, das ist, wenn die Leidenschaft ein bisschen dabei ist. So, wieder hier eine tolle Folie aus meinem Head Office und ihr seht, wir haben mich sogar mit hier eingeschleust auf meinem Gabelstapler. Juicy by Design, weil ich eben auch so ein bisschen darüber reden möchte, was Juicy Juicy macht und wofür Juicy eigentlich steht. Und mit das Wichtigste dabei, außer dass es eben heute immer noch ein privat geführtes Unternehmen ist von den beiden Brüdern. Juicy by Design ist eine eigene Firma, ist aber eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Juicy. Wir haben hier 3 Standorte, einmal in Neuseeland, in Australien und auch in den USA. Und hier werden im Prinzip die Campervans zu Campervans gemacht. Sicherlich wisst ihr, und davon möchte ich jetzt auch kurz reden, dass Juicy, das Konzept hinter Juicy ist, dass Juicy gebrauchte Fahrzeuge einkauft und die dann hausintern selber zu Campervans umfunktioniert. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass gebrauchte Fahrzeuge jetzt nicht unbedingt, wenn man den Schlüssel umdreht, stehen da dann nicht 5000 Kilometer drauf, dass die Kunden entgegennehmen, sondern eben auch ein bisschen mehr bei Juicy. Zum Beispiel von meinem Showfahrzeug, das ich hier gerade, von dem ich erzählt habe, habe ich gestern die 100.000 Meilen geknackt. Das heißt, da sind 160.000 Meilen drauf. Also bei Juicy würde ich mal sagen, es geht wahrscheinlich los bei so 50.000 Meilen und kann aber auch in die 200.000 Kilometer gehen. Und das ist eigentlich das A und O beim Verkauf von so einem Juicy-Fahrzeug. Die Kunden, insbesondere wir Deutschen hier,
haben eigentlich damit kein Problem, dass die Kilometer schon ein bisschen nach oben gegangen sind, aber nur, wenn wir das vorher wissen. Wenn wir das nicht wissen, dann kommt der Deutsche in uns raus, dann drehen wir den Schlüssel um, dann sehen wir 150.000 Kilometer und denken irgendwie, um Gottes Willen, das ist schon 200 Jahre alt, dieses Auto, mit dem kann ich unmöglich meinen Urlaub angehen. Deswegen super, super wichtig, dass ihr das immer dazu sagt. Und dann haben wir da eigentlich alle ein besseres Leben oder ein glücklicheres Leben, weil wir nicht die Beschwerden reinbekommen. Diejenigen, die Juicy schon das ein oder andere Mal verkauft haben, die wissen darum. Und genau, also die Deutschen oder die Europäer haben damit eigentlich kein Problem. Aber nochmal zurück auf Juicy by Design. Also wir machen wirklich alles intern. Hier sieht man auch ein paar Bilder. Also es ist wirklich wie so eine Produktionshalle und ich durfte die Halle auch mal besuchen. Da hat dann der Manager einen Herzinfarkt bekommen, als ich mich in diesen Gabelstapler gesetzt habe, weil die sind natürlich alle ein bisschen drauf auf ihrem Health and Safety. Ich bin das Ding noch nicht mal mehr gefahren und die hatten schon Angst vor mir, ja, aber naja. Also auf jeden Fall, also wirklich alles. Also es wird da zu den grünen und lilanen Fahrzeugen, die Innenausstattung wird gemacht, teilweise also wirklich alles wird draufgesetzt für die USA jetzt. Das Penthouse wird dort installiert und gemacht. Und das heißt natürlich auch, dass unsere Mechaniker sich halt super mit den Fahrzeugen auskennen, weil wir das alles hausintern belassen. Also das ist so ein bisschen, was Juicy ausmacht und da wollte ich auf jeden Fall davor drauf eingehen, weil das ist weltweit das Gleiche, das ist Juicy, das ist egal in welchem Land. Genau. Und jetzt gehen wir aber schon, erstmal habe ich gedacht, stelle ich die Fahrzeuge vor. Deswegen wollte ich hier jetzt direkt mal darauf eingehen. Der Trailblazer, das ist wohl der allseits bekannte und auch beliebte. In den USA, wisst ihr, gibt es derzeit nur zwei Fahrzeuge. Ich hoffe immer, dass ich irgendwann über Nacht aufwache und irgendwie so ein Launch-E-Mail bekomme und dass wir weitere Fahrzeuge bekommen. Definitiv immer mal wieder im Gespräch, aber bevor da nichts dingfest ist, halten wir uns an dieses Fahrzeug. Das ist auch genau das Fahrzeug, das ich hier im Markt habe. Also vielleicht hat der eine oder die andere das schon mal gesehen, unser Trailblazer. Hier sind erstmal so ein paar Bilder, wie ihr seht. Oh, genau, was ich noch vergessen habe, was Juicy auch macht, das sieht man sehr gut hier in dem rechten Bild. Juicy ist natürlich auch so eine kleine Gemeinschaft, also nicht eine kleine, eine große. Die Fahrzeuge sind natürlich sehr auffällig. Und wenn man auf den Straßen unterwegs ist, also egal wo, wenn man einem Juicy begegnet, da wird gehupt, da wird gewunken. Man hat quasi immer Freunde, wenn man irgendwo auf dem Campingplatz ankommt, weil irgendwie, das ist ganz lustig. Also ich war jetzt vor kurzem auch wieder mit einem Juicy unterwegs und nicht nur alleine mit meinem hier in Europa, sondern in Australien war das. Und man kommt auf dem Campingplatz an und irgendwie finden sich die Juicys und dann hat man direkt Freunde, kann sich auch austauschen und ist ja immer netter. Also man ist natürlich gerne, wenn man mit einer anderen Person oder mit mehreren Personen unterwegs ist, auch gerne mit den Personen unterwegs. Aber ich finde es auch immer nett, wenn man sich abends am Campingplatz auch austauschen kann, vielleicht Tipps austauschen kann und eben zusammen ein bisschen essen, trinken kann oder in meinem Fall, die überhaupt nicht kochen kann, die es dann immer irgendwie schafft, dass sie doch bei den Nachbarn eingeladen wird zum Essen, damit ich mich gar nicht irgendwie schauen muss, wie ich mich da ernähren kann. Genau, das ist der Trailblazer. Ich komme jetzt auch gleich noch, also ich habe noch ein paar mehr Bilder, dass ich euch das Fahrzeug auch von innen zeigen kann und dann werde ich davon auch ein bisschen was erzählen. Vom Wayfarer habe ich leider nicht so coole Bilder, warum auch immer. Aber im Prinzip ist der Wayfarer genau das gleiche Fahrzeug wie der Trailblazer, nur eben ohne dieses Penthouse, wie wir es nennen. Dazu muss ich aber auch sagen, also das beliebtere Fahrzeug oder was definitiv viel mehr gebucht wird aus dem europäischen Markt, ist definitiv der Trailblazer. Einfach weil er ein bisschen diesen Extraplatz noch hergibt. Aber nichtsdestotrotz, den Wayfarer gibt es natürlich auch. Und einfach genau das Gleiche, bloß man muss sich eben das Penthouse wegdenken. So, jetzt sind wir auch schon im Inneren. Also der Trailblazer hat insgesamt fünf Anschnallgurte, zwei vorne und drei hinten. Das sieht man hier auch relativ gut auf der Rückbank. Und bietet aber Platz für vier Leute zum Schlafen. Dazu sage ich auch gleich, ich sage jetzt mal, wenn das also Erwachsene reisen, dann sage ich, also für zwei Leute ist es schon komfortabel. Vier Leute, da muss man sich schon ein bisschen arrangieren mit dem Platz. Also ich würde sagen, zu zweit macht Spaß. Alternativ eben auch mit Kindern. Also hinten auf der Rückbank kann man auch zwei Kindersitze installieren, auch Babyschalen. Das ist kein Problem. Aber wenn man wirklich vier Erwachsene reingeht, haben wir natürlich auch. Das sind dann einfach die preissensiblen Kunden. Und die wissen dann in der Regel aber auch, dass sie sich da im Prinzip ein bisschen arrangieren müssen.
Im Fahrzeug drin wird im Prinzip diese Rückbank plus noch so eine Bank, die man jetzt hier rechts von dem Tisch einmal und einmal hier unten noch rechts sieht man das auch und daraus wird dann im Prinzip das Bett unten gemacht. Die Bank oder also hier oben diesen Tisch, den wir sehen, der ist immer schon im Fahrzeug mit dabei. Das ist quasi der Innentisch und der ist im Prinzip der Deckel von der Box, wo dann auch das Gepäck reinkommt. Hier kann ich euch von außen gleich noch ein Bild zeigen von dieser Box, damit ihr da auch eine Vorstellung habt. Aber genau, also im Prinzip ist es oben das Bett ab. Sollte es mal regnen, was natürlich nie passiert, wenn man im Urlaub ist, das ist ganz klar. Aber dann kann man sich eben auch drinnen aufhalten, Karten spielen, Schnäpse trinken und so weiter und so fort. Aber natürlich hat man da dann nicht so viel Raum wie in so einem Großraumwunder der amerikanischen Wohnmobile, aber es ist definitiv süß und gemütlich. Und hier unten habe ich eben noch ein Bild vom Penthouse von vorne, aber da schalte ich jetzt gleich eins weiter und dann können wir uns das Penthouse auch noch ein bisschen anders anschauen. Genau, aber da im Prinzip oben passen nochmal zwei Leute zum Schlafen rein und deswegen sage ich auch, zu zweit ist es sehr bequem. Man kann oben schlafen und hat unten sozusagen sein Wohnzimmer und kann dann da sein Gepäck ein bisschen, ich sage immer reinpfeffern, wenn man jetzt nicht möchte, dass man es immer ordentlich wegräumt. So, dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsraum. Küchenpartys sind immer die coolsten Partys. Genau, das ist im Kofferraum des Juicys. Also im Kofferraum hinten drin, der wurde umfunktioniert zur Küche. Und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild. Und deswegen habe ich das uns so reingestellt. Also die Küche ist wirklich genauso, wie sie drüben ist. Ihr seht unten, ich weiß, ach ja, stimmt, man sieht meinen Cursor. Also man hat immer zwei Gasplatten auch, was auch super ist. Die untere, die jetzt aufgefahren ist, die ist fest installiert auf diesem, das ist so eine Schublade zum Rausziehen. Und drüben, das ist dieser schwarze Koffer, der ist variabel. Also den könnt ihr mitnehmen, da kann man irgendwo auf dem Parkbank irgendwie auch was kochen. Und ich als alte Backpackerin, also gut, ich habe das leider auch schon vor sehr vielen Jahren eigentlich, dass ich lange unterwegs war, aber auch, dass ich nicht gerne koche. Auch ich sehe aber den Mehrwert an zwei Kochplatten, weil das ist eine super Sache. Man kann nämlich Nudeln und Soße gleichzeitig kochen und muss nicht warten, dass die Nudeln kalt werden und die Soße heiß oder die Soße kalt werden lassen, Nudeln heiß, sondern man kann beides parallel machen. Tolle Sache. Sicherlich kennt ihr auch diese Gasflaschen, mit denen gekocht werden. Also die sind hier seitlich drin. Die erste Gasflasche ist bereits dabei, also inklusive beim Juicy und weitere können entweder in der Juicy-Station gekauft werden, dazu gekauft werden, oder aber, wisst ihr sicherlich, also wirklich an jedem Tante-Emma-Laden, an jeder Tankstelle, man kann sie überall kaufen. Ich werde immer gefragt, wie lange denn so eine Flasche hält und da kann ich wirklich keine Antwort geben, weil es kommt darauf an, was für eine Person reisen geht. Wenn ich reisen gehe, hält die meistens eine Flasche die komplette Zeit durch. Ich habe es eben schon mal erwähnt, ich bin die weltschlechteste Köchin. Das heißt, wenn ich alleine unterwegs sein sollte, dann mache ich das Ding quasi nicht an. Vielleicht mal, um Wasser warm zu machen, aber das war's. Und wenn aber meine Schwester beispielsweise gehen würde, die quasi morgens, mittags, abends ein Drei-Gänge-Menü zaubert, dann hält die Flasche natürlich nicht so lange. Aber ich denke, so im Schnitt hält die sicherlich 2 bis 3 Tage gut durch. Aber wie gesagt, bitte den Kunden nicht weitergeben, weil da spielt dann auch sowas wie Wind mit rein. Also wenn es sehr windig ist, dann hat die Flamme natürlich ein Problem und so Sachen. Also nur damit ihr es wisst, dass man da eben keine eindeutige Auskunft geben kann. Hier oben sehen wir das Waschbecken. Da kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Also teilweise sind die Waschbecken so zum Pumpen. Das ist ein Pumpmechanismus. Und teilweise sind es aber auch richtige Wasserhähne. Aber ich finde das jetzt nicht dramatisch, ob es das eine oder andere ist. Hier drunter die weiße Klappe, hier kommt im Prinzip das Frischwasser rein. Insgesamt passen 20 Liter Frischwasser in den Tank rein. Und es gibt aber auch einen Abwassertank, der ist 25 Liter. Und dann seht ihr unten links am Fahrzeug so ein kleines schwarzes Teil. Das ist im Prinzip das Ventil, das man aufmachen kann an richtiger Stelle, damit man das Abwasser wieder rauslassen kann. Also es ist eigentlich eine tolle Sache. Die schwarze Schublade, die offen ist, das ist der Kühlschrank. Ja, der kann richtig gut kühlen. Ich habe es an eigenem Leib erfahren müssen. Der kann sogar gefrieren. Ich hatte da gefrorenen Joghurt zum Frühstück. Also eher auf halbe Sparflamme erstmal anmachen, beziehungsweise den Kunden sagen, aber das finden die natürlich vor Ort dann selber raus, dass man da schaut, wie sehr der denn kühlt. Aber ich werde eben oft gefragt, ob das auch noch kühlt, wenn es draußen 30 Grad hat. Und da ist meine Antwort definitiv ja.
Darüber ist noch eine Schublade. Hier ist meistens, sind hier Teller und so weiter mit drin. Also wirklich noch Stauraum, wo jetzt das Brett steht mit dem Getränk. Das Brett kann erstmal auf dem, also wenn man fährt, so habe ich das immer, passt es genau auf die Spüle drauf und ist aufgeräumt. Und darunter ist im Prinzip noch eine Klappe zum eigenen, auch nochmal ein Schneidebrett. Und darunter ist das ganze Besteck. Und hier diese Klappe, da sieht man Töpfe und so weiter. Und hier gibt es links davon auch noch so ein kleines Fach drin. Und hier passen eben Spaghetti, Soße, Ravioli-Dosen, Schnaps, Bier und was man nicht alles dabei hat, kann man hier eigentlich alles unterbringen. Und der Stauraum ist eigentlich für die Küche, die relativ kompakt ist, dann doch sehr, sehr groß. Also sehr erstaunlich. Was man hier hinten noch schön sieht, hier oben seht ihr so ein aufgefaltenes, das ist im Prinzip die Jalousie mit so Drückknöpfen angebracht. Und einmal unten ringsrum im Fahrzeug könnt ihr eben die Jalousie runter machen. Es gibt dann Gegenstücke von den Druckknöpfen und es ist eben der Sichtschutz und Lichtschutz. Genau, das war die Küche, mein absolutes Lieblingsteil. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Lieblingsteil und zwar das Penthouse. Das bin sogar auch ich im Penthouse mit den Juicy Flipflops. Das ist mein Fahrzeug hier im Markt. Genau, also das ist Penthouse, wie es oben ist. Ihr habt vorhin schon ein Bild gesehen, wenn das Penthouse unten ist. Also es ist wie so eine kleine Dachbox obendrauf. Und so sieht es eben aus, wenn es oben ist. Es hat vier Fenster. Ihr seht es, man kann sich wirklich also an beiden Seiten einsteigen. Ganz hinten im Fahrzeug sieht man, also eine Leiter ist natürlich dabei. Man kann sich dabei aussuchen, von welcher Seite man einsteigt. Also die ist abnehmbar, passt auch oben mit rein. Vorne und hinten gibt es auch nochmal Fenster. Das hat wirklich vier Fenster. Das ist im Prinzip wie ein Zelt. Also ihr habt einmal Moskitonetze, die ihr zumachen könnt. Und sollte es mal kalt werden oder regnen, dann könnt ihr komplettes Zelt zumachen. Und ja, es ist auch definitiv wasserfest. Ich habe den Stresstest gemacht. Das war damals oder jetzt im April auch in Australien zwar, aber es ist das gleiche Penthouse. Es gab eigentlich Sturmwarnungen und Unwetterwarnungen und mir wurde gesagt, ich soll da bitte nicht da oben, also vom Campingplatz aus. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wissen wollte, wie wasserfest es ist und es ist sehr wasserfest. Jetzt muss ich euch bitten, also ein Penthouse ganz links, also ich habe meine Maus hier, dann seht ihr so ein kleines schwarzes ja, Löchlein. Da ist im Prinzip die Kurbel wird hier angebracht. Also das Penthouse ist nicht mehr manuell. Für diejenigen, die schon länger dabei sind, es war früher mal manuell. Quatsch, es war elektrisch und jetzt ist es manuell. Entschuldigung, das habe ich nicht versprochen. Also jetzt ist es manuell, eine Kurbel wird angebracht und es ist sehr, sehr einfach hoch und runter zu kurbeln. Also man muss keinesfalls Arnold Schwarzenegger in seinen besten Tagen sein, dass man das Ding hoch und runter kriegt. Das kann man locker abends, morgens machen und es ist kein Problem und man wird auch immer besser, je öfter man das macht. Wer mir schon mal zugeschaut hat, also so von wie das Fahrzeug jetzt dasteht, bis ich wegfahre, sind es maximal 5 Minuten, was wirklich eine ganz, ganz schnelle Sache ist. So, und jetzt seht ihr unter der Schriftzug Penthouse, seht ihr so eine graue Box und darüber seht ihr auch noch die Polster. Das ist im Prinzip die Box und leider, ich habe geschaut, ich habe kein gescheites Foto, dass man da auch mal reinschauen kann. Und jetzt gerade spontan von meinem konnte ich da auch keins mehr machen. Das ohne dass ich da die Compliance-Regeln irgendwie missachte. Aber im Prinzip ist es die Box, wo auch das Gepäck reinkommt. Natürlich ist es in so einem Fahrzeug nicht super riesig, aber die Box ist ungefähr doppelt so groß, wie wir sie sehen. Also die geht wirklich nochmal runter in den Boden vom Fahrzeug, ein bisschen nach vorne. Nichtsdestotrotz beim Camping immer der Tipp, bitte keine Hartschalenkoffer mitnehmen, sondern Taschen, Rucksäcke. Egal in was für einem Fahrzeug ihr unterwegs seid, da geht es dann, oder nicht ihr, aber eure Kunden, da geht es denen dann im Endeffekt ein bisschen besser, weil sie einfach ein bisschen mehr Platz haben. Genau, das war aber das Penthouse. Und jetzt nochmal kurz eine Übersicht, mit der ihr wahrscheinlich mehr anfangen könnt als ich. Die sogenannten und allseits beliebten Floorplans habe ich mal noch kurz aufgebaut. Natürlich gilt es für beide Fahrzeuge, bis auf das Penthouse. Das gibt es im Wayfarer dann nicht. Aber hier seht ihr eben auch nochmal, wo die Anschnallgurte sind. Wenn der, also bei Tag, wenn der Innentisch aufgebaut ist, kann man auf dieser Box eben auch noch zu zweit sitzen. Aber wie gesagt, also wenn man wirklich zu fünf darin reist, man sollte sich eigentlich schon eher außen aufhalten als in dem Fahrzeug. Aber deswegen ist man ja auch in den USA, damit man dort die schöne Landschaft auch anschauen kann. So, das waren die Fahrzeuge, damit wir alle wissen, mit was wir unterwegs sind. Und jetzt komme ich so in das kleine Details oder in die kleinen Details, aber wahrscheinlich
habe jetzt deswegen auch alle angewählt. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht Zeile für Zeile vorlesen und das ist auch wieder auf Englisch, aber schon relativ auf viele eingehen, weil hier stecken auch eigentlich die meisten Antworten der Fragen, die ich immer mal wieder gestellt bekomme. Also das Fahrzeug, ob jetzt jemand interessiert, was für eine, meistens interessiert es die Männer, was für ein Motor da drin ist. Und ja, es hat sehr viel PS. Also es ist wirklich eine schnellere Kiste. Der Tank ist riesengroß, also der hat 75 Liter, was sehr groß ist für so eine, für so einen Familienvan eigentlich. Also ich merke auch immer wieder, hier der Verbrauch, also 18 Meilen pro Gallone, da können wir jetzt mal wieder nicht anfangen. Aber ich habe gestern mal wieder festgestellt, also ich komme ungefähr 600 Kilometer weit mit meinem Tank. Gestern habe ich wieder ein bisschen ausgereizt und habe mich fast durch Frankfurt schieben lassen, aber ich habe es dann noch geschafft. Aber das ist natürlich auch eine Sache für den Juicy. Also ihr seid wahrscheinlich für die USA andere Verbrauchszahlen gewohnt. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt eher mit so einem kompakteren Fahrzeug wie einem Juicy unterwegs ist oder eben mit einem großen Nachtwohnmobil. Und da ist natürlich klar, dass der Juicy ein bisschen weniger verbraucht. Vorteil natürlich, also man hat weniger Platz, aber Vorteil natürlich, man kann ganz leicht eben auch durch die Städte cruisen, man findet überall einen Parkplatz, man verbraucht ein bisschen weniger, also das ist schon eine tolle Sache. Die Ilona, Maße, ja, jetzt die hast du Frage, kann, gesprochen. hi, ich bin auch da. Ich Die war. Frage kam gerade auf, ob du dieses Factsheet auch nochmal gleich in deiner Follow-up-Mail mit dabei mit anhängen könntest, Das kann ich anhängen, genau. dass alles auf Also einen Blick haben und auch an die Kunden schicken könnten. das kann ich auf jeden Fall anhängen und ich zeige euch aber nachher auch noch meine Trick 17 Wegseite von Juicy, wo ihr im Prinzip alles, auch Bilder, wer jetzt eben nochmal Interesse an einem Bild hat oder so weiter, wo man sich auch alles runterladen kann. Aber ich habe es mir schon aufgeschrieben, mache ich, und nachher gehe ich eben noch auf diese Agent-Webseite ein, dass man sich da noch ein paar Daten ziehen kann. Alles klar. Ja, perfekt. Puh, jetzt habe ich mich erschrocken. Habe ich festgestellt, dass ich eben nicht alleine hier sitze. Super. Und hier hört Genau. tatsächlich jemand zu. Das ist doch auch was, das ist doch super, das freut mich. Auf die Bettenmaße, genau, da bin ich vorhin gerade nicht eingegangen. Also es sind beides Doppelbetten, also sind 1,20 beide lang. Oben ist es 1,98 und unten 1,86 vom Bett her. Ach, 1,84, Entschuldigung. Aber es ist also oben sehr viel größer, als man sich vorstellt. Ich wollte das immer selber mal ausmessen, weil mir sagt auch immer jeder, dass es größer ist. Ich muss es mal selber ausmessen, aber offiziell sind das eben die Maße, damit, also es können auch größere Leute da oben rein. Unten ist es ein bisschen kürzer, aber definitiv auch machbar, wenn man eben nicht zu groß ist. Also ich habe da auch schon drin geschlafen und es geht auf jeden Fall. So, was ist dabei? Also im Prinzip, also ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass es eben eine Servolenkung und so hat. Ich denke, davon kann man davon ausgehen. Wo ich immer gefragt werde, ob das ein Radio hat, das Fahrzeug, ja, es hat ein Radio. Teilweise hat es auch Aux-Anschluss. Also ich denke, die neuen Fahrzeuge gerade, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also ich bin fast davon überzeugt, dass alle auch einen Aux-Anschluss haben. Der Kühlschrank, bin ich schon drauf eingegangen. Genau, also wie in den USA auch, bevor wir jetzt auf diese Zusatz, im Prinzip Ausstattung eingehen, die Fahrzeuge, wie es in den USA üblich ist, ist es wirklich das Fahrzeug, und alles andere wie Bettsache, Meilen und so weiter muss dazu gebucht werden. Also zum einen hat Juicy dann eben das Kitchen Kit, das inkludiert im Prinzip alles, was man hinten in der Küche braucht. Also da ist wirklich, die Küche ist ansonsten leer, bis auf natürlich, den wurde ich auch mal gefragt, der Schlauch, dass man natürlich das Frischwasser auffüllen kann, der ist natürlich dabei, aber hier geht es eben um die Töpfe und die Teller und so weiter. Also das wäre dann im Kitchen Kit mit dabei. Aber natürlich, je nachdem, wo ihr wie was einbucht, werden auch immer die Pakete schon direkt mit angeboten. Und das zweite größere wichtige Kit ist eben das sogenannte Bedding Kit. Und da sind eben Handtücher dabei, Decken dabei. Und hier ist wichtig zu wissen, also ein Bedding-Kit ist immer für zwei Personen, weil wir reden hier von den USA, die haben ja unfassbar riesengroße Decken. Ich würde auch mal gerne so eine riesengroße Decke haben. Auf jeden Fall ist es halt eine Decke, wo man im Prinzip fast fünf Leute einwickeln kann. Deswegen ist eben ein Kit für zwei Personen. Also wenn jetzt zwei Freunde reisen, die sich nicht unbedingt leihen können oder der eine eben oben schläft und die andere Person unten,
dann definitiv zwei Bedding Kits buchen, damit die nicht die Decke irgendwie in der Mitte durchschneiden müssen und uns die im Endeffekt dann wieder zahlen müssen. Das ist hier wichtig zu wissen. Ansonsten kann man natürlich eine Navigation mit ausleihen. Meilenpakete gibt es natürlich auch, aber hier gibt es eben, wie gesagt, also wir sind in jedem großen, also überall buchbar, wo ihr es euch vorstellen könnt. Ich weiß, dass wir hier unterschiedliche Expedienten dabei haben, die jetzt hier zuhören, aber auf jedem normalen Weg, und da werden im Prinzip auch Pakete angeboten, wo eben Meilen auch drin sind oder nicht. Und ansonsten, also es ist sehr wichtig, dass das im Vorfeld Meilen gekauft werden, weil sonst wird es teuer. Also eine extra Meile kostet 25 Cent und das wäre wirklich ärgerlich, wenn dann die Kunden am Schluss nochmal, und in den USA wissen wir alle, dass da die Meilen sehr schnell zustande kommen, also wäre es ein bisschen ärgerlich, wenn die Kunden da am Schluss nochmal herkommen und dann noch eine Rechnung über die ganzen Meilen bekommen. Und dann außen Tische und Stühle kann man natürlich dazu buchen und ganz wichtig auch die Kinder- und die Babysitze. Also die gibt's auch, und bitte, bitte immer im Vorfeld, ihr lacht jetzt vielleicht, dass ich das erwähne, aber ich krieg's leider zu oft mit, dass wir im Prinzip eine Beschwerde auf dem Tisch haben, dass kein Kindersitz dort war, aber das war kein Kindersitz vorab gebucht, und man sollte wahrscheinlich schon wissen, ob man plötzlich ein Kind von 2 Jahren im Urlaub dabei hat. Deswegen sage ich, es sollte keine Überraschung sein. Bitte sagt uns das vorab, dass wir auch auf jeden Fall sicherstellen können, dass eben ein Kindersitz vor Ort ist, weil das ist schon schade. Ich meine, natürlich können dann die Kunden losziehen und sich einen Kindersitz tauschen, aber die sind dann verärgert. Aber der Ärgernis, das kann natürlich verhindert werden. Also weil es, ja, wie gesagt, eigentlich keine Überraschung ist, dass plötzlich ein Kind dabei ist. Richtig. Das ist eigentlich so, was dabei ist oder was man hinzubuchen kann. Und jetzt kommen wir zu unserem allseits beliebten, wahrscheinlich beliebten Thema Versicherung. Und das ist mein persönliches Hassthema. Entschuldigung, dass ich das Wort in die Hand nehme. Aber es ist so kompliziert weltweit. Ich halte es auch eher kurz, weil ich weiß, dass bei den meisten, also wie ihr einbucht, das ist natürlich bei den Veranstaltern, die kümmern sich darum. Aber prinzipiell ist es eigentlich gut, so ein Grundverständnis zu haben. Also bei der Fahrzeugmiete ist bereits eine Grundversicherung mit dabei. Die ist aber meistens, also die ist gekoppelt an das gesetzliche Minimum. Und es gibt wieder ganz viele verschiedene gesetzliche Minimum, je nachdem, in welchem Staat man gerade unterwegs ist. Deswegen würde ich immer, immer, immer empfehlen, auf jeden Fall die sogenannte CDW, wird sie genannt, die Collision Damage Waiver, dazu zu buchen. Das ist im Prinzip, wenn man es 1:1 übersetzt, ein Verzicht bei Unfallschäden. Also dass dann quasi Tusi verzichtet den Kunden bei Unfallschäden, ausgenommen natürlich Versicherungsausschlüsse, wie der Fahrer ist betrunken durch die Gegend gefahren und so weiter und so fort. Also bei und da kann ich gerne auch nochmal, und das mache ich vielleicht auch beim Follow-up, dass ich auf jeden Fall die kompletten Rental Terms von Tusi mit dazu schicke, dass ihr genau lesen könnt, was jetzt ausgeschlossen ist und was nicht. Aber definitiv würde ich das dazu empfehlen. Und die sogenannte Supplementary Liability Insurance, was im Prinzip eine Haftpflichtversicherung ist, die kann man im Prinzip auch dazu buchen, und das deckt dann den Kunden gegenüber Dritte bis zu einer Höhe von 1 Million US-Dollar. Auch eine wichtige Sache, weil ihr wisst, wie wichtig eine Haftpflicht ist. Also wenn wir uns hier vorstellen, dass wir mit unserem Auto hier durch die Gegend fahren ohne eine Versicherung, das würden wir auch nicht tun. Deswegen würde ich da immer den Kunden diesbezüglich beraten. Wenn er beide Versicherungen hat, ist er abgedeckt und kann sich auf den Urlaub konzentrieren. Richtig, dann habe ich noch eine Folie mit gut zu wissen. Ich habe sie gut zu wissen genannt. Und ja, definitiv kann ich aber auch die Stichpunkte nochmal weiterschicken und so weiter. Also ist gar kein Problem. Aber bei Juicy ist das Fahren in den USA auch ab 21 Jahren erlaubt. Und da muss man auch keine Zusatzkosten tragen. Alle Zusatzfahrer, die man dazu buchen möchte, sind kostenlos. Wir müssen natürlich wissen, spätestens bei Übernahme. Und da muss natürlich auch der Führerschein vorgezeigt werden. Also dass wir es auf jeden Fall mit aufnehmen in den Mietvertrag. Dann ist noch was ganz Tolles bei Juicy, oder was viele nicht so wissen. Juicy kann auch direkt nach dem Flug übernommen werden. Also vorausgesetzt ist natürlich, dass die Öffnungszeiten passen, aber es ist bei Juicy nicht so wie bei den meisten anderen, dass man erstmal eine Übernacht im Hotel verbringen muss, sondern man kann wirklich
das Fahrzeug nach dem Flug entgegennehmen und dann direkt losfahren. Natürlich würde ich dazu immer sagen, es ist ein langer Flug. Wahrscheinlich sind die Kunden dann auch ein bisschen müde. Und ich würde auf keinen Fall empfehlen, dass man da irgendwie noch den Highway entlang brettert, ja, und da irgendwelche Meilen hinter sich bringt. Also wirklich gediegen, aber man kann definitiv auf einen Campingplatz in der Nähe gehen. Da kann Lucy auch weiterhelfen, also den Kunden, wo denn der nächste ist. Also das ist auf jeden Fall eine Option. Dann, das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, dass Lucy in Deutschland im Prinzip über alle bekannten Veranstalter, Anbieter buchbar ist. Also je nachdem, welchen Vertriebsweg ihr normal geht, da gibt es Lucy definitiv auch. Nochmal darauf eingehen möchte ich auf die, so, wir nennen die No-Go-Zones und wirklich die wichtigste, und hier haben wir leider, also nicht immer wieder, es klingt jetzt so, als würde ich mich mit nichts anderem beschäftigen, aber das Death Valley ist im Juli bis September einfach eine No-Go-Zone, da ist es zu heiß, also erstmal für die Kunden, dann aber auch für die Fahrzeuge, und da ist wirklich ein Versicherungsausschluss. In den anderen Monaten ist es erlaubt, aber auch hier greift die Versicherung nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das steht auch in den Terms drin. Wenn die Leute durch das Death Valley fahren und ich hatte es halt einfach schon mal, dass da irgendwas ist, dass da das Fahrzeug stehen bleibt oder dass man was mit dem Reifen oder so ist. Also wenn da wirklich gestanden wird, dann haben die Kunden einfach ein Problem, weil es ein Versicherungsausschluss ist. Also das wirklich, das Death Valley in den Sommermonaten ist wirklich ein Problem. Lucy ist das perfekte Festivalfahrzeug und das ist wirklich immer ausgebucht. Burning Man, Coachella, irgendwann will ich da auch mal hingehen, hoffe ich. Es ist auf jeden Fall machbar, aber natürlich auch gegen den Aufpreis. Ihr habt es sicherlich schon mal auch gehört, also gerade bei Festivalfahrzeugen, da muss es natürlich einer besonderen Reinigung erfolgt dann, und da müssen wir einfach ein bisschen einen größeren Aufpreis erlangen. Das Thema hat gerade auch schon Freunde gefunden. Man kann die Karten zu den Festivals vermutlich nicht über euch bekommen, richtig? Nee, leider nicht. Muss man sich selber mehr, weil das ist ja sehr schwer daran. Das wäre aber eine tolle Vertriebsstrategie. Da müsste ich mal eigentlich Tim sagen, ob wir irgendwie an Tickets kommen, aber ich glaube, da hatten wahrscheinlich schon andere Leute auch die Idee. Und nee, die Tickets haben wir leider nicht. Aber man ist definitiv, wenn man im Lucy damit zu den Festivals fährt, nicht alleine, weil die sind eigentlich alle immer unterwegs dort. Und das auch für euch, also wenn jetzt der Kunde nicht unbedingt zu den Festivals möchte, aber behaltet es im Hinterkopf, weil zum einen ist natürlich sehr schnell ausgebucht und irgendwann gehen natürlich da auch die Preise hoch. Also dass ihr einfach die Festivals im Hintergrund habt, wenn ihr für euren Kunden hier im Prinzip den Urlaub bucht. Öffnungszeiten habe ich einfach mal noch dazu aufgeschrieben. Braucht ihr euch nicht merken. Was im Prinzip wichtig ist, dass die Übernahme immer nachmittags ist und die Rückgabe immer vormittags in den USA. Natürlich kann man das auch gegen Aufpreis dann verlängern bzw. verkürzen. Verkürzen, die Übernahme verkürzen, also dass man sie früher übernimmt. Das ist möglich. Ansonsten einfach merken, nachmittags nimmt man es entgegen. Das ist auch natürlich wegen den Flugzeiten, und Rückgabe ist dann vormittags, dann können wir die Fahrzeuge wieder fit machen, dass sie nachmittags, also wenn es ein Same-Day-Turnaround gibt, dass die Fahrzeuge wieder rausgehen. Und zu guter Letzt, gut zu wissen, noch eine ganz, ganz tolle Sache, Juicy Delivery Service. Wir liefern das Fahrzeug auch. Also jetzt nicht hier Essen irgendwie bei Lieferando bestellen, sondern das Juicy-Fahrzeug für die Kunden im Vorfeld bestellen. Und das ist natürlich auch gerade super, wenn jetzt zum Beispiel San Francisco, LA oder so, wenn die Kunden, natürlich auch in Las Vegas, wenn die Kunden erstmal die Stadt anschauen möchten, die möchten erstmal zu Hollywood gehen und hier Universal Studios und erstmal ein paar Tage in der Stadt sein, dann können sich die Kunden bis auf einen Radius von 50 Meilen, und dazu muss ich sagen, das geht wirklich nur in den Stationen in LA, Las Vegas und San Francisco, also nicht in Point Roberts, aber auf einem Radius von 50 Meilen können die Kunden sich das Fahrzeug ans Hotel zum Beispiel liefern lassen. Das könnt ihr auch einbuchen über die normalen Wege. Die wissen alle Bescheid. Das ist ein Festpreis, dass es geliefert werden kann. Und dann wird es mit Juicy im Prinzip ausgemacht. Der Vorteil natürlich, es wird eine genaue Zeit ausgemacht. Das ist natürlich plus minus ein paar Minuten, wenn irgendwie Stau sein sollte. Es kommt ein Juicy-Mitarbeiter, der dann direkt dort auch die Übernahme macht. Man kann den Vertrag unterzeichnen, muss natürlich im Vorfeld
schon ein paar Daten, Führerschein und so weiter schicken, damit wir das alles im System haben. Aber prinzipiell ist es eine tolle Sache. Und wenn man sich überlegt, dass man eine Familie ist, dann kann man sich das im Prinzip einiges an Zeit sparen, Taxi sparen, wenn man sich das Fahrzeug liefern lässt. Also das ist wirklich eine coole Sache und ich hoffe, dass es auch angenommen wird. Es wurde erst letztes Jahr gelauncht, von daher ist es noch relativ jung und wahrscheinlich haben die meisten von euch davon noch nicht gehört. Aber ja, gibt es auf jeden Fall. Zu guter Letzt noch... Wie kommt man denn bei den Flughäfen zur Station? Habt ihr Shuttlebusse oder wie läuft das? In Point Roberts haben wir einen Shuttle. Der ist ab 14 Miettagen dabei. Ansonsten kann man buchen. Und bei allen anderen Stationen haben wir leider keinen Shuttle. Also da ist man wirklich auf Taxi angewiesen oder Uber oder Öffis, dass man zu den Stationen kommt. Mhm, okay. Deswegen ist Juicy Delivery Service auch noch eine coole Idee. Ja. Genau. Jetzt noch ein Tipp, den ihr im Prinzip an eure Kunden weitergeben möchtet, also wenn ihr denen noch irgendwas Nettes mitgeben möchtet. Es gibt die sogenannten Juicy Perks, was im Prinzip einfach, also Juicy hat damit nichts zu tun, also Juicy verdient daran nichts oder so, aber es ist einfach eine Liste an Vergünstigungen, die Juicy-Kunden haben können. Das Ganze ist auf der Webseite unter Perks zu finden, also hier oben. Und dann ist im Prinzip eine Auflistung, also da geht Campingplätze dabei, irgendwelche Attraktionen auf dem Boden und so weiter. Und da steht dann aber auch immer genau dran, was es gibt und wie es wie man das buchen kann oder wie man da wen kontaktiert. Ist eigentlich noch so ein kleines Goodie dazu, was die Kunden dann unterwegs nutzen können, wenn sie denn möchten. Aber natürlich, ich weiß, ihr versucht natürlich und im Vorfeld schon ein paar Sachen noch dazu zu buchen. Also vielleicht einfach am Schluss den Kunden noch mitgeben, wenn sie dann schon unterwegs sind, dass sie da eben noch Zugriff drauf haben. Und jetzt noch meine Trickkiste, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, so wirklich zum Schluss, der sogenannte Brand Folder. Also hier ist auch die Webseite und ich schicke das auf jeden Fall in dem Follow-up mit, dass ihr die Webseite jetzt nicht fanatisch irgendwie aufschreiben müsst. Das ist im Prinzip so unser Agent-Portal, ist auch zugänglich, könnt ihr einfach drauf zugreifen und hier unten seht ihr im Prinzip, jetzt muss ich gerade zu US, genau, hier fangen wir an, also hier ist der Trailblazer USA und Wayfarer USA. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr im Prinzip auf der Auflistung von diesen Fahrzeugen und da sind eben alle Bilder von den Fahrzeugen innen, außen, aber auch Landschaftsbilder, also dann irgendwelche schöneren Juicy-Bilder, auch teilweise, die ich jetzt euch hier gezeigt habe, falls ihr irgendwann mal welche braucht, den Kunden zeigen möchtet und so weiter und so fort. Also hier ist wirklich alles hochgeladen. Es gibt hier Videos, die ihr euch noch anschauen könnt, aber natürlich auch auf dem Juicy-Kanal. Also das hilft euch eventuell auch, wenn ihr nochmal irgendwelche Informationen braucht, geht hier gerne immer drauf. Und ihr könnt natürlich auch alle Sachen runterziehen und dann verwenden. Das war es eigentlich von meiner Seite. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Oh ja, habe ich doch wieder länger gequasselt, als ich dachte. Entschuldigung, aber vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Das ist immer Camper oder Selbstfahrerurlaub ist immer so ein bisschen ein schwierigeres Produkt zu verkaufen, vor allem wenn man das Produkt selber noch nicht gesehen hat. Aber ich hoffe, dass ich euch das jetzt ein bisschen näher bringen konnte im Webinar. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bei irgendeinem Event. Kommt vorbei, schaut euch das Fahrzeug auch nochmal an. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne immer kontaktieren. Mhm. Meine Kontaktdaten habe ich jetzt extra nicht hier hingeschrieben, dass ihr sie nicht abschreiben müsst. Aber ich schicke euch ja ein Follow-up und dann habt ihr auch meine Kontaktdaten. Perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Wir haben auch direkt schon noch ein paar offene Fragen an dich, die ich schon gesammelt habe. Da können wir direkt mit anfangen. Und zwar die erste Frage war, hast du gerade auch schon angesprochen, auf welchen Messen oder Events bist du denn jetzt in der nächsten Zeit mal unterwegs? Weil der Klaus Greb hätte Kunden, die sich das Fahrzeug direkt mal live ansehen wollen würden. Ach, hallo Klaus. Cool. In nächster Zeit bin ich, wo bin ich denn in nächster Zeit? Jetzt muss ich erstmal hier ankommen. Also ich bin... Jetzt über den Sommer ist natürlich Messenflaute und da bin ich selber in Skandinavien unterwegs. Das Fahrzeug steht jetzt erstmal in Frankfurt. Im September bin ich einmal in Dresden bei einer Sache. Dann bin ich zweimal in der Schweiz. Also jetzt größere Messen, die man kennt, nicht. Aber wir sind gerade dran, um zu gucken, ob wir vielleicht bei der CMT dann auf jeden Fall auch mit dabei sein werden, was aber erst in einem halben Jahr ist. Also so in den nächsten Zeit, und ich kann es auch gerne in mein Follow-up mitschreiben, bin ich... in Dresden, Leipzig, glaube ich, einmal und dann ein paar Mal in der Schweiz sogar, falls es irgendwie relevant sein sollte, dass da die Kunden vorbeikommen. Mhm.
Genau, CMT wäre super, Ilona, schreibt der Klaus. Also, merkt Ja, ihr das mal? das finde ich auch super. Also ich hoffe, dass wir das irgendwie machbar also machen können, aber ja, mal schauen. Wir halten euch Genau. auf dem Laufenden. Weil, falls sie bei auf der CMT ist, ist sie nämlich mit uns am USA-Stand. Deswegen wäre ich da sehr froh drum. Dann haben wir zwei Fragen zu den Fahrzeugen selber. Einmal, wenn man die Campingtische und die Stühle dazu bucht, wo werden die denn verstaut? Die werden verstaut. Also entweder ich habe sie zum Beispiel auch immer in dieser Box oder ich habe sie zwischen Fahrer-Beifahrersitz und der Box. Da ist auch noch ein bisschen Platz. Also es sind so im Prinzip so Faltstühle, die man relativ falten kann. Oder wenn man unten das Bett aufklappt, dann hat man im Prinzip neben der Box, also dem Fußraum, auch noch Stauraum. Also da ist man im Prinzip immer kreativ. Das ist, wo ich verstaue. Wenn wir schon über Stauraum reden, das hatte ich vorhin, weiß ich nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber die Leiter, die passt auf jeden Fall auch oben ins Penthouse rein und flache Sachen auch. Also hier Bettwäsche kann man reinlegen, wenn man da oben Handtücher drin haben möchte, passt auch rein. Nur eben größere Sache oder ich wurde auch gefragt, ob man ein Kind mal einsperren kann. Das wurde ich tatsächlich mal gefragt. Das ist keine gute Idee. Bitte sperrt keine Kinder dort oben ein. Die passen da auch nicht rein. Ja. Ja. Dann zu den Gasflaschen nochmal. Die lässt man nicht befüllen, richtig, sondern die tauscht man aus dann an Tankstellen, an Tante-Emma-Läden und so weiter, richtig? Genau, das sind diese Einweggasflaschen, also die man eben aus diesen Kochern kennt. Also die tauscht man dann aus, schmeißt man Müll und tauscht sie aus. Genau. Perfekt. Die Bilder auf eurer Webseite, auf der Brandfolder-Webseite, darf man die dann verwenden als Reisebüro oder gibt es da Einschränkungen? Nee, die darf man verwenden. Okay, perfekt. Das hört sich gut an. Eine ganz andere Frage: Wie viele Fahrzeuge ihr in Los Angeles stehen habt? Hast du Das da kommt ein die bisschen drauf Zahl? an. Also die Flotte insgesamt in den USA ist, meine ich, um die 300 bis 350 Fahrzeuge. Und die ist jetzt nicht immer also die Fahrzeuge sind nicht stationsgebunden, sondern also es flext. Also je nachdem, wo im Prinzip der Bedarf ist. Also zum Beispiel beim Burning Man, ist es Burning Man in San Francisco, also in der Nähe von San Francisco oder das Coachella. Also im Prinzip, wenn Festivals sind, dann fahren wir die Flotte hin, dass wir viel mehr Fahrzeuge vor Ort haben wegen dem Festival. Also das ist so ein bisschen Angebot-Nachfrage. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, es sind immer 100 Fahrzeuge in LA, sondern eher in den USA gibt es, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob 300 oder 350, ich meine, das sind 350 Fahrzeuge und die fahren eben umeinander, wie es gebraucht wird. Dann hatten wir noch ein Thema. Also irgendwelche Deals mit Taxiunternehmen vor Ort habt ihr nicht, oder? Nein. Nee, Nee, da okay. halten wir uns, also wir schauen uns das immer mal wieder an mit dem Transfer, aber es ist ein bisschen noch kompliziert, aber genau, den Transfer muss man wirklich selber organisieren. Den meisten raten wir über. Ja, Also das ist ja hier das ist leider nicht, das gibt es sehr ja hier leider günstig. nicht. Und dort ist es super günstig, super einfach, wenn man sich im Prinzip erst anmeldet, dann kriegt man meistens noch einen Gutschein von irgendwelchen Dollarwerten. Also das ist wirklich eine super Alternative oder eben Öffis. Genau. Oder eben Delivery Service. Okay, und dann deine Auftritte vor Ort finden viele Fans. Einmal, wo bist du denn in der Schweiz dann? In der Schweiz bin ich in Zürich, Baden und Bern. Wann ist Und das jetzt, ungefähr? ja, das wollte ich gerade sagen. Oder du Ja, schreibst, du kannst am es ja am besten besten schreibe ich mal in auf, die Mail genau, weil schreiben, genau. Weil ihr fordert mich jetzt gerade ein bisschen. Also ich weiß, dass ich da bin, aber wann ich da bin, ich bin immer so ein bisschen, also ich lebe nicht im Hier und Jetzt, aber das ist noch sehr weit entfernt, aber ich schreibe es definitiv auf. Ja, genau, weil deine Auftritte Und in nicht, dass ich da Dresden was und durcheinander bringe. Leipzig fanden auch Interesse, ob du nach Hannover kommst. Also einfach mal alles, wo du in nächster Zeit zu sehen bist, einfach mal Okay. reinschreiben am besten. Das kann man gerne machen. Und wer in Frankfurt ist, kann mir auch gerne Bescheid sagen. Also ab und an bin ich immer mal wieder in Frankfurt. Und jetzt, also manchmal habe ich das Fahrzeug nie hier, wenn man ehrlich ist, weil es immer irgendwo unterwegs ist. Aber wenn es hier ist und jemand zufällig da ist, dann sagt mir Bescheid und ich kann es euch gerne zeigen. Können bei euch an den Stationen auch Koffer stationiert werden? Deponiert, Entschuldigung, an den Stationen deponiert werden. Jein, also das ist im Ermessen der Stationen. Es ist definitiv ohne Gewähr. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein abschließbarer Raum, der dann immer bewacht wird. Also manchmal sagen die Mitarbeiter, ja, also es kommt wirklich auf die Situation an, wie viel liegt da schon und auf die
Mitarbeiter vor Ort. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ja, das ist Okay. auf jeden Fall, aber zum Beispiel, wenn beim Burning Man jeder da seine Sachen stehen hat, dann haben wir keine Station mehr. Also das ist eher nicht davon ausgehen und wenn es dann doch geht, dann haben die Kunden da noch ein Goodie. Aber das ist Ja, nicht fest mit einplanen. Ja. nee, auf keinen Fall, genau. Wie nennt sich denn das Fahrzeug, was aktuell auf deiner Folie da abgebildet ist? Das gibt es in den USA wahrscheinlich nicht, richtig? Nein, das ist der Chaser. Den gibt's in Neuseeland. Genau. Das ist der Chaser, ja. Irgendwann kommt er vielleicht auch in die USA. Hoffentlich. Also das ist auch das Fahrzeug, das eine Dusche und Toilette mit an Bord hat. Ah, Hoffentlich kriegen wir das natürlich. auch irgendwann Ja. in die USA. Da schustern sie. Irgendwas kommt hoffentlich demnächst auch noch in die USA. Ja, ach, ihr habt ja auch, ihr so lange seid ihr noch nicht da und es wird ja und ihr wächst und da kommt Richtig. bestimmt noch mehr. Wachsen tut die Firma definitiv. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Ich hoffe, ich habe alle erwischt, die jetzt im Chat gestellt wurden. Falls ich was vergessen habe, tut es mir leid, dann stellt sie bitte einfach nochmal. Ansonsten andere Fragen noch, die euch einfallen. Oder falls euch gleich noch irgendwas Besonderes in den Sinn kommt, ihr habt ja dann die Kontaktdaten von der Ilona, könnt ihr eine kurze Mail schreiben, könnt ihr auch anrufen dann. Also da habt ihr dann alle Möglichkeiten, sie immer wieder zu kontaktieren. Und ein Ich sehe auch, beliebtes Thema, Expirate. Habt ihr Travel Agent Rates? oh, ja, das ist ein guter Punkt. Da ist Juicy tatsächlich sehr kulant, also was ich jetzt so mitbekommen habe. Also es gibt jetzt keine gesetzte Regel oder so, also dass ich sagen könnte, ihr kriegt immer so und so viel Prozent Rabatt. Das ist wirklich, wird individuell gehandhabt. Also wenn ihr mal persönlich Interesse habt, dann schreibt mir einfach und ich kümmere mich drum. Generell kann ich aber sagen, dass Juicy da echt kulant ist, aber natürlich auch muss man darauf Acht nehmen. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich möchte zum Burning Man und ich möchte ein Fahrzeug umsonst haben, das ist eher eine schwierige Kiste oder in der absoluten Hochsaison. Aber wenn ihr euch da, also im Prinzip wisst ihr ja, wann Hochsaison ist, wann nicht, wann mehr so ein Los sein könnte, wann weniger los sein könnte. Und wenn ihr das berücksichtigt, da ist Juicy eigentlich echt sehr kulant. Genau. Okay, Und das das ging ist aber für alle ein. Märkte auch. Also das ist jetzt nicht nur auf USA bezogen, also für alle. Und aber da muss man halt immer mit im Hinterkopf behalten, wann es eben verrückt ist, was anzufragen, wie zum Beispiel Burning Man, und wann es definitiv machbar ist, ja. Aber das machen wir gerne. Ich sehe auch, dass theoretisch auch die Fragen lesen und Kommentare, aber ich habe es vorhin schon mit Christian gehabt, bei mir ist es so unfassbar klein auf meinem Laptop. Da brauche ich eine Lupe, dass ich irgendwas sehen kann. Deswegen sehe ich leider auch nicht, wer so alles dazuhört, aber ich bekomme ja dann die Teilnehmerliste und freue mich schon. Und für alle, die ich Genau. kenne, sage ich einfach mal Hallo. Genau. So, ich glaube, dann haben wir tatsächlich im Moment alle Fragen abgearbeitet. Ihr bekommt natürlich wie immer auch die Aufzeichnung nochmal zugeschickt zum Webinar. Das heißt, ihr könnt euch das in Ruhe auch nochmal anhören, was Ilona alles erzählt hat, wie es mit den Details nochmal aussah, wie die Küche nochmal genau aufgebaut ist und so weiter. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr bei den nächsten Webinaren mit dabei seid von uns. Da haben wir Anfang September Mall of America. Kann ich euch sehr empfehlen, weil der Kollege immer sehr großzügig mit Gutscheinen und solchen Geschichten ist. Also das könnte sich lohnen, teilzunehmen. Danach, Ende September, haben wir Travel Oregon. Im Oktober kommt Georgia. Danach kommt Texas, Palm Springs. Also wieder alles bunt gemischt, viele interessante Themen. Auch da freuen wir uns natürlich, wenn ihr zahlreich mit dabei sein werdet. Ansonsten vielen Dank, Ilona. Das war sehr, sehr informativ. Eine sehr schöne Präsentation. Danke an euch alle fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können an Nützlichem und Wissenswertem. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Webinar. Danke, Alles Ilona. klar, danke. Bis dann. Ciao. Ciao.